Ja, meine Damen und Herren, während im Hintergrund der große Preis im vollen Gange ist, bis jetzt eine Nullrunde von Christian Knier haben wir gesehen, ist ein ganz wichtiger Mann zu uns gekommen. Das ist nämlich der Parcourschef hier aus Ising, Hansi Seiler. Hansi, herzlich willkommen. Fast ein Heimspiel für dich. Du bist hier direkt aus der Nachbarschaft, wenn ich richtig informiert bin. Richtig. Ich habe hier 30 Kilometer her. Darum freut es mich umso mehr, dass man hier in der Region ein Turnier dieser Klasse bieten kann. Und wenn man das jetzt mitverfolgt hat, die letzten Jahre, seit das Turnier international ist, muss man sagen, das Turnier ist von Jahr zu Jahr besser geworden. Und der beste Beweis ist, dass die Reiter kommen. Und wenn man diese Klasse an Reitern sieht, die ist in Süddeutschland einmalig. Meredith Michaels, Markus Beerbaum, alle da. Markus Ening mit Port Blue, also nicht mit den zwei Pferden, sondern mit den Top-Pferden, die da noch Kentucky gehen. Also diese Sache ist sensationell. Lass uns eine kurze Zwischenbilanz. Ising, die letzten 4 Tage, es hat am Donnerstag angefangen. Was kannst du für ein Resümee ziehen? Gut, wie gesagt, die Starterfelder sind hervorragend. In einem oder anderen Springen vielleicht mal ein bisschen zu viel. Man muss nachdenken, ob jetzt in einem so guten Starterfeld 70 Pferde nicht ein paar zu viel sind. Auf der anderen Seite ist ein Beweis, dass die Reiter gern kommen. Schlimmer wäre es, wenn nur 15 reiten. Weißt du, was der Grund ist, warum auch so Top-Reiter wie die Beerbaums, wie Ening, wie Mendli, Augustsson, all diese Namen, das sind ja Reiter aus dem Weltklassesport. Was führt die nach Ising? Na gut, das hat sicher mehr Gründe, aber ein Grund ist natürlich, wenn man hier auf den See sieht, dieses Panorama ist, glaube ich, einmalig. Dein Tipp für den großen Preis, wer gewinnt? Ich muss ehrlich sagen, ich habe 4, 5 Favoriten, möchte also keine Namen nennen, aber wir werden einen Sieger kriegen. Dann bleibt es weiterhin spannend. Danke dir, Hansi.